Also mit dem Resultat bin ich nicht zufrieden, weil wenn man 2 Minuten vor Ende noch 2:1 führt, dann muss man das Spiel gewinnen. Das haben wir nicht getan, leider. Wir waren 3-mal in Führung, auch nochmal mit dem Penalty-Schießen, aber am Ende haben wir nicht gewonnen und dann ist man enttäuscht. Ich glaube, dass das gut ist, wenn das Spiel so ehrlich wie möglich verläuft. Und ich glaube nicht, dass das sehr lange gedauert hat. So, für mich war das okay. Ein Trainer ist nie zufrieden, ich nicht. Und ich muss sagen, dass die erste Halbzeit haben wir gut angefangen. Auch das Tor, wie wir das gerne möchten. Eine hohe Pressung, das haben wir gut getan. Aber danach fand ich Bayern besser. Die haben die bessere Chance herausgespielt. Und ich war froh, dass wir am Halbzeit nur 1:1 waren. Die zweite Halbzeit haben wir gut gespielt, glaube ich. Da waren wir besser, waren wir mehr kompakt, weniger Bälle verloren und dann haben wir besser gespielt.